Top 56. Antrag der Fraktion der CDU betreffend Aktuelle Stunde. Wichtiges Zeichen in Frankfurt. Gewalt gegen Einsatzkräfte ist ein Tabu. Wer Hilfe angreift, greift uns alle an. 1964/94. Das Wort hat der Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sprechen in dieser Aktuellen Stunde. Gewalt gegen Einsatzkräfte ist ein Tabu. Wer Helfer angreift, greift uns alle an. Ein wichtiges Thema an. Und vor allen Dingen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sprechen hierbei über sehr viele Menschen in Hessen, über Menschen, die haupt- und/oder ehrenamtlich unterwegs sind, um anderen zu helfen. Wir sprechen über Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, über Polizeibeamtinnen und Beamten, über die Mitarbeiter in den Hilfsorganisationen und Rettungsdiensten. Oder anders ausgedrückt, wir sprechen über Menschen, die da reingehen, wo andere rausrennen, die ausrücken, um Menschen in Not zu retten oder zu schützen und dabei oftmals ihre Gesundheit, wenn nicht sogar ihr Leben, riskieren. Diese Menschen, ob im Ehrenamt oder im Hauptamt, verdienen unseren Respekt. Wer diese behindert, dies fängt schon beim in Anführungszeichen Vergessen der Rettungsgasse, dem Gaffen oder der Missachtung von Absperrmaßnahmen an, handelt zumindest fahrlässig. Wer die Retter angreift, verhält sich asozial. Für beides haben wir kein Verständnis. Leider müssen wir an dieser Stelle auch über Polizeibeamte sprechen, die bespuckt werden, über Feuerwehrleute, die mit Raketen beschossen werden, über Rettungssanitäter, die an ihrer Arbeit gehindert oder beschimpft werden. Bei den Rettungsdiensten kommt noch erschwerend hinzu, und das wird mitunter übersehen, dass sie anders als Polizei oder Feuerwehrkameraden oftmals nur zu zweit und ohne Schutzkleidung, wenn man einmal von den Handschuhen absieht, auftreten und in eigentlich geschützte Bereiche eintreten, in Wohnzimmer, mitunter in Schlafzimmer. Und da fehlt es oft an Schutzkleidung, aber auch an kurzfristig nutzbaren Fluchtmöglichkeiten. Dies wird oft übersehen und bedarf hin und wieder auch diesen Hinweises. Als am Samstag die Demonstration in Frankfurt stattfand, saß ich zeitgleich mit etwa 400 Feuerwehrkameraden zusammen, um unter Leitung oder Mitleitung des Staatssekretärs aus dem Innenministerium das wichtige Projekt Mehr Schule, mehr Feuerwehr in die Schulen zu besprechen. Und auch da wurde mir deutlich, wie wichtig es ist, dass wir diesen ehrenamtlich tätigen Menschen den Rücken stärken. Zum einen, weil, und das sagte ich bereits, das Respekt verdient, aber zu anderem, weil gerade im Bereich der Schulen wir alles tun müssen, dass potenzielle Helferinnen und Helfer, Feuerwehrkameraden, eben nicht abgeschreckt werden durch solche Missetaten, sondern dass sie wissen, die Gesellschaft, die Politik steht hinter ihrem ehrenamtlichen Engagement. Deshalb sage ich noch einmal, Helfer anzugreifen ist ein absolutes No-Go. Deshalb stärken wir ihnen auch den Rücken. Wir stärken die Einsatzkräfte personell, in der Ausrüstung, finanziell, rechtlich und symbolisch. Wir reden nicht nur, wir tun auch was. Die Besoldungserhöhungen, Stellenhebungen, das Hessenticket, Überstundenausgleich und 1.500 zusätzliche Anwärter bei der Polizei und immer wieder notwendige Investitionen in die Schutzausstattung der Beamten sprechen hier eine deutliche Sprache. Am Dienstag wurde in der Regierungserklärung auch hier ausführlich vorgetragen. Für den Brand- und Katastrophenschutz hat der Abgeordnete Meysner gestern kompetent ausgeführt, unter anderem die Garantiesumme aus der Feuerschutzsteuer von 30 Millionen € auf 35 Millionen € und dann im nächsten Jahr auf 40 Millionen € zu erhöhen, spricht auch hier eine deutliche Sprache. Und weitere 30 Millionen € kommen im Rahmen der Ausstattungsoffensive noch hinzu. Alles Maßnahmen für mehr Schutz der Bevölkerung und für mehr Schutz der Helfer. Und durch den sogenannten Schutzparagrafen bereits 2015 durch unseren Innenminister, die Hessische Landesregierung, angestoßen, wurde die Mindeststrafe für die oben beschriebenen Angriffe entsprechend angehoben. Und vor allem Feuerwehrkameraden, Katastrophenschützer und Rettungsdienste wurden in den Schutzbereich dieser Regelung einbezogen. Und das ist kein Geheimnis, das wissen wir alle. Wir wollen noch mehr. Wir setzen uns diesen Bereich für eine sechsmonatige Mindeststrafe ein.
Denn es muss klar sein, Gewalt gegen Einsatzkräfte ist kein Kavaliersdelikt. Aus diesen Gründen unterstützen wir auch aus vollem Herzen die Öffentlichkeitskampagne des Innenministeriums und tragen die Schutzschleife als sichtbares Zeichen für unsere Solidarität und Verbundenheit. Blau, Weiß, Rot für Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr. Die polizeiliche und nicht polizeiliche Gefahrenabwehr ist bei uns in guten Händen. Menschen, die sich engagieren, um uns zu schützen und uns zu retten, haben unseren Respekt. Ich denke, parteiübergreifend. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zuletzt in der Silvesternacht mussten wir in vielen deutschen Großstädten wieder Gewalt gegen Polizeibeamte, Feuerwehrleute, Rettungskräfte feststellen. Gewalttätige Übergriffe auf Polizeibeamte sind leider ein altbekanntes Phänomen. Dadurch wird es allerdings auch nicht besser. Gewalttätige Übergriffe auf Rettungskräfte und Feuerwehrangehörige sind in den letzten Jahren hinzugekommen. Nach einer Untersuchung in Nordrhein-Westfalen aus dem letzten Jahr haben 13% der Feuerwehr- und Rettungskräfte sind Opfer von körperlicher Gewalt geworden. 13%. Über 60% haben Erfahrungen mit verbaler Gewalt gemacht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind Alarmsignale, die uns gemeinsam zum Handeln auffordern. Experten sehen die Ursache in dem allgemeinen Verlust an Respekt und Empathie gegenüber Mitmenschen und in einer Tendenz zur Verrohung der Gesellschaft. Dies wird auch von einer zunehmend aggressiven Debatte in der Öffentlichkeit gefördert. Wer sich in den sozialen Netzwerken bewegt, der wird das, glaube ich, bestätigen müssen. Oftmals ereignen sich die Attacken gegen Rettungskräfte in den Abend- und Nachtstunden, und meistens ist auch Alkohol im Spiel. Besonders betroffen hierbei sind Rettungsassistenten und Notärzte. Der Hilferuf einer jungen Sanitäterin, wie sie sagte, ich will helfen und werde geschlagen, und wer rettet uns vor den Patienten, drückt es zutreffend aus. Damit es deutlich wird, Menschen, die sich für unsere Sicherheit sorgen und in Notlagen helfen, werden beleidigt und in zunehmendem Maße in aggressiver Weise angegriffen und auch körperlich verletzt und auch seelisch. Deshalb sind wir alle, die verantwortlichen Politiker, aber auch die Gesellschaft insgesamt aufgefordert, entschieden gegen Respektlosigkeit und Gewaltbereitschaft gegenüber unseren Einsatzkräften entgegenzutreten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn am vergangenen Wochenende in Frankfurt 200, 250 Feuerwehrleute, Sanitäter und ihre Unterstützer in der Frankfurter Innenstadt unter dem Motto „Hände weg, wir sind eure Retter“ demonstrieren gegen Gewalt und Aggression, dann zeigt dies, dass das ein Hilferuf an die Gesellschaft ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine solche Demonstration hätte deutlich mehr Unterstützer verdient. Auch das ist ein Alarmsignal, das uns gemeinsam betroffen machen muss. Wir stimmen in vielen Punkten, Kollege Bellino hat es gesagt, überein. Ich will aber eine deutlich kritische Stellungnahme sagen. Wir hätten natürlich auch erwartet, dass die Hessische Landesregierung sich solidarisch bei dieser Demonstration zeigt. Ja, ja, das darf schon sein. Die Landesregierung ist sonst bei vielen öffentlichen Terminen präsent. Da hätte es sich gehört, diejenigen, die in Gefahr sind oder bedroht werden, auch mit der Anwesenheit solidarisch zu unterstützen. Wir brauchen. Nein, das ist einfach eine Feststellung, Herr Kollege Boddenberg, weil Respekt zeigt sich auch in Handeln und Gesten. Und das können wir an dieser Stelle von dieser Landesregierung erwarten. Da lassen wir uns von Ihnen nicht belehren. Wir brauchen eine Vielzahl von Maßnahmen, um der immensen Verrohung entgegenzuwirken. Die Verschärfung des Strafrechts, wie sie auch gerne von der CDU als Allheilmittel gesehen wird, haben wir in Berlin in der Großen Koalition ja gemeinsam verabschiedet, übrigens gegen den Widerstand der GRÜNEN im Deutschen Bundestag, damit das auch einmal an der Stelle deutlich wird. Das Problem ist, Rettungssanitäter und andere können nicht weggehen. Bürger können das. Und deswegen kann das Strafrecht an der einen oder anderen Stelle helfen, dass Menschen sich hinterlassen, respektlos umzugehen. Aber es ist bei Weitem nicht das Allheilmittel. Deswegen ist zunächst eine konsequente Strafverfolgung notwendig. Und bestehende Gesetze müssen auch ausgeschöpft werden und die entsprechenden Strafen ausgesprochen werden. Dazu bedarf es der Beweissicherung. Und wenn der Generalstaatsanwalt, der Hessische, Herr Fünfsinn, dieser Tage sagt,
das sei alles sehr schwierig, dann ist das auch so ein bisschen Abschieben in Richtung Polizei. Wir erwarten auch von der Justiz, von den Staatsanwaltschaften, dass sie sensibel damit umgehen. Und vielleicht können Sie auch den einen oder anderen Praxisbezug zu bekommen, um zu erkennen, was es heißt, wenn man körperlich und seelisch angegriffen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Präventionsarbeit in den Kindergärten und in den Schulen ist notwendig, um junge Menschen aufzuklären. Die Rettungskräfte brauchen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich Deeskalation und Selbstverteidigung, Schulungen für Arbeitgeber, damit Mitarbeiter auch den Mut haben, Anzeigen zu erstatten. Eine Studie aus Nordrhein-Westfalen belegt es. Eine Öffentlichkeitskampagne insgesamt. Das würde uns dem Landtag möglicherweise gemeinsam gut anstehen, zu sagen, dass wir Respekt einfordern für diejenigen, die uns schützen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und nicht zuletzt kann auch eine Anlaufstelle für Opfer dringend notwendig sein, damit Menschen auch sich an eine unabhängige Instanz wenden können. Es reicht nicht, einmal im Hessischen Landtag dieses wichtige Thema zu diskutieren. Wir brauchen eine Veränderung des Bewusstseins und eine der Einstellung. Die Gewaltbereitschaft, die Verrohung haben zugenommen, und die Zivilgesellschaft ist gefordert. Und deswegen, wir müssen sensibler auf Gewalt reagieren. Ja, Respekt gehört genauso dazu, aber nicht Respekt, Herr Kollege Bauer, zur Eigenwerbung, sondern Respekt, wie geht man miteinander um. Diejenigen, die uns schützen, die brauchen den Respekt. Und deswegen, meine Damen und Herren, eine solche Diskussion ist notwendig. Sie kann nur der Anfang sein. Und vielleicht ist dieser Hessische Landtag in der Lage, gemeinsam auf die Hilferufe derjenigen, der Rettungssanitäter, der Ärzte hinzuweisen, der Feuerwehrleute und der Polizeibeamten, dass wir an ihrer Seite stehen. Aber wir müssen da auch die richtigen Signale senden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. – Das Wort hat die Frau Abg. Feldmayer, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am vergangenen Wochenende haben in Frankfurt Rettungskräfte dafür demonstriert bzw. dagegen demonstriert, dass sie in ihrem Einsatz angepöbelt werden, dass sie attackiert werden, dass sie beleidigt werden. Ich war auch zugegen gewesen bei dieser Demonstration. Ich habe mich gefreut, dass aus allen Landtagsfraktionen Vertreterinnen und Vertreter bei dieser Demonstration gewesen sind. Ich glaube, das war ein gutes Signal und ein Zeichen, dass wir solidarisch hinter den Rettungskräften in Hessen stehen. Herr Rudolph hat es schon angesprochen. Leider waren das vielleicht 100, 150 Menschen gewesen, die Rettungskräfte selbst. Ich hätte mir gewünscht, dass 10.000 an dieser Demonstration teilgenommen hätten, weil die Rettungskräfte, die braucht jeder in unserem Land. Und das wäre schön gewesen, wenn man das auch gesehen hätte. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal bekräftigen, und ich glaube, das tun alle Fraktionen hier im Hessischen Landtag, wir stehen hinter den Rettungskräften. Sie haben unsere uneingeschränkte Solidarität, und wir lassen es nicht zu, dass sie in ihrem Einsatz angegriffen werden, meine Damen und Herren. Man muss sich einmal überlegen, die Menschen, die dort tagtäglich ihren Einsatz für das Gemeinwohl versehen, viele ehrenamtlich unter diesen Menschen, die machen das noch neben ihrem hauptberuflichen Job nebenbei, gehen raus bei jedem Wetter und helfen Menschen, und das vor dem Hintergrund großer psychischer Belastungen. Ich glaube, was man in so einem Einsatz sieht, das wollen wir nicht alles sehen. Das ist wirklich eine massive psychische Belastung, was man da erleben muss, wenn man Menschen aus Autos bergen muss, wenn man zu Unfällen gerufen wird, wenn man zu Gewaltszenen gerufen wird. Das sind alles psychische Belastungen für diese Menschen. Und ich glaube, sie haben es verdient, dass die ganze Gesellschaft hinter ihnen steht und nicht, dass sie angepöbelt werden und dass sie attackiert werden, meine Damen und Herren. Und auf der Demonstration wurde auch noch einmal deutlich gesagt, die Sanitäter, die Feuerwehr, die Polizei, die gehen überall hin. Die gucken nicht, hat jemand viel Geld, hat jemand wenig Geld. Und jeder erwartet doch, und zu Recht, dass die schnell vor Ort sind, wenn Hilfe gebraucht wird. Und ich glaube, jeder hier in diesem Haus oder in Hessen, jede Bürgerin, jeder Bürger, der braucht irgendwann einmal die Hilfe dieser Menschen. Und dann spürt man, wie wertvoll und wie wichtig es ist, dass diese Menschen wirklich jedem helfen, ungeachtet, wo er herkommt, wo er wohnt, wie viel Geld er hat, völlig egal. Es ist wichtig, dass die Rettungskräfte schnell vor Ort sind. Und deswegen muss ich an dieser Stelle auch noch einmal sagen, wer Rettungskräfte angreift, der greift
das Gemeinwesen die Grundlage unserer Gesellschaft ein. Deswegen sagen wir hier im Landtag auch Stopp. Damit muss Schluss sein, meine Damen und Herren. Leider haben die Angriffe auf Rettungskräfte zugenommen. Herr Rudolph hat es schon erwähnt. Es gibt eine Studie der Ruhr-Universität in Bochum, die hat es dokumentiert. In den letzten Jahren haben die Angriffe auf Rettungskräfte um 64% zugenommen. Ich habe auch noch einmal geschaut. Es gibt eine kleine Anfrage hier im Hessischen Landtag. Hier wurde auch noch dokumentiert, dass es auch in Hessen eine Zunahme der Angriffe auf Rettungskräfte gibt. Das ist sehr, sehr bedauerlich, und das ist in der Tat ein Zeichen für eine Verrohung unserer Gesellschaft, für einen mangelnden Respekt und teilweise auch für immer mehr Voyeurismus. Wenn man sich überlegt, dass die Menschen dann mit ihren Handys filmen, wenn irgendwo ein Unfall passiert ist, anstatt einzugreifen, anstatt selber zu helfen, da stehen dann 10 Leute rum und filmen das ganze Unfallgeschehen mit einer Kamera, anstatt mal selber irgendwie die Idee zu bekommen, die Rettungskräfte zu rufen oder zu helfen. Ich finde, das ist wirklich eine Schande, wenn man sich so etwas anschauen muss. Und das ist sehr bedauerlich. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass die Landesregierung die Rettungskräfte unterstützt mit einer Kampagne oder mit mehreren Kampagnen. Es gibt ja diese Kampagne für die Rettungsgasse zusammen mit Radio FFH und auch mit Rewe. Man kann Aufkleber sich besorgen, aufs Auto draufkleben, darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, diese Rettungsgasse zu bilden und nicht die Rettungskräfte zu blockieren oder gar, wenn die Rettungskräfte frei ist, dann die Spur zu nutzen, um dann richtig schön durchzustarten, um durch den Stau zu kommen. Es ist wichtig, dass es diese Kampagne gibt. Es ist wichtig, dass sensibilisiert wird für die Rettungskräfte, für dieses wichtige Engagement der Menschen. Und es ist wichtig, dass da etwas passiert. Und natürlich ist es auch wichtig, Herr Rudolph, wenn etwas passiert, wenn die angegriffen werden, die Rettungskräfte, dass sie schnelle Unterstützung bekommen, psychische Unterstützung, dass es Deeskalationstrainings gibt, aber auch natürlich, dass hart durchgegriffen wird, wenn so etwas passiert, meine Damen und Herren. Es ist gut, dass wir hier einen Konsens haben im Hessischen Landtag, dass wir Stopp sagen zu Gewalt gegen Rettungskräfte. Es ist aber auch wichtig, dass es eine gesellschaftliche Ächtung gibt der Angriffe auf Rettungskräfte, dass ein gesellschaftlicher Konsens wiederhergestellt wird, dass diese Menschen, die allen helfen wollen, dass denen auch geholfen wird und dass sie nicht behindert werden, meine Damen und Herren. Frau Kollegin Wildmeier, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zu Ende, Herr Präsident. Ich möchte an der Stelle noch einmal sagen, wir bedanken uns bei allen Rettungskräften hier in Hessen für ihren unermüdlichen Einsatz, Tag und Nacht für alle Menschen hier. Und wir wünschen denen, die verletzt worden sind bei der Arbeit, alles Gute und gute Genesung. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollegin Wildmeier. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der letzten Woche fand mittwochs ein interessantes Symposium des DBB Hessen zum Thema statt. Am Samstag sind dann mehrere hundert Beschäftigte von Feuerwehr und Rettungsdiensten für mehr Respekt bei einer Demonstration von Verdi Hessen in Frankfurt auf die Straße gegangen. An beiden Veranstaltungen habe ich teilgenommen, auch um unsere Solidarität zu bekunden. Ich sage es klar, Angriffe gegen Rettungskräfte gehen gar nicht und sind auf das Entschiedenste zu verurteilen. Sie dürften ruhig ein paar mehr klatschen. Schon seit Langem frage ich mich aber, ob dieses Ausmaß an Gewalt tatsächlich neu ist und worin die Ursachen liegen. Dazu habe ich Kleinen Moment, Herr Boddenberg, hören Sie einfach einmal zu. Dazu habe ich einen interessanten Artikel im Spiegel vom 20. April 2012 über eine Studie der Soziologin Julia Schmidt von der Ruhr-Universität Bochum gefunden, aus der ich auszugsweise zitieren möchte. Zitat: Überschrift: Gewalt gegen Rettungskräfte angepöbelt, angespuckt, attackiert. Sie sind gekommen, um zu helfen und brauchen mitunter Selbsthilfe. Wie häufig Rettungskräfte Tritte oder Schläge kassieren, zeigt eine Studie. Jeder Vierte wurde schon Opfer von Gewalt. Die Täter sind meist betrunkene Männer, beileibe nicht nur in sozialen Brennpunkten.
Könnte der Gesetzgeber die Rettungskräfte besser schützen? 2011 wurden schon die § 113 und 114 im Strafgesetzbuch verschärft. Dabei geht es um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gegen Personen, die dem Vollstreckungsbeamten gleichstehen. Auch Rettungskräfte sind nun in den Schutzbereich einbezogen. Ihre Sicherheit hat die Dortmunder Untersuchung zufolge aber nicht verbessert. Zitat Ende. Ganz genau und ganz neu, nämlich am 7. Januar 2018, wurde in der Zeitschrift Die Mediation eine neue Studie zur Gewalt gegen Rettungskräfte vorgestellt, aus der ich ebenfalls zitieren möchte. Überschrift: Tendenz zur Verrohung und Verlust an Empathie. Prof. Dr. Thomas Feltes, Kriminologe an der Ruhr-Universität in Bochum, hat zum zweiten Mal Attacken auf Sanitäter, Polizisten und Feuerwehrleute erforscht und sie jetzt miteinander verglichen. Wie gesagt, veröffentlicht im Januar dieses Jahres. 2017 befragte er in Nordrhein-Westfalen in ausgewählten Städten mehr als 4.500 Brandschützer, Sanitäter und Notärzte nach erlittener Gewalt. Seine erste Feststellung: Die Zahl der Angriffe hat sich nicht vermehrt seit 2011, allerdings fallen sie gewalttätiger aus. Professor Feltes sieht die Ursachen in einem allgemeinen Verlust an Respekt und Empathie gegenüber Mitmenschen und in einer Tendenz zur Verrohung in der Gesellschaft. Dies werde von einer zunehmenden aggressiven Debatte in der Öffentlichkeit befördert. Weitere Überschrift. Ja, ich weiß, so Studien interessieren Sie nicht, Herr Bauer. Das tut Ihnen weh, wenn etwas wissenschaftlich sozusagen untersucht wird, was Ihnen nicht in den Kram passt. Das tut Ihnen weh, das glaube ich. So, ich werde dennoch weiter zitieren. Was fordern Einsatzkräfte, um in Zukunft besser geschützt zu sein? Weiter Zitat. Höhere Strafen nutzen hier wenig, weil die Täter in solchen Situationen irrational handeln. Gewaltsituationen entwickelten eine eigene Dynamik. Ich weiß, Sie wollen das nicht hören. Kein Täter denke in solcher Situation an Gesetze oder Strafen, so die wissenschaftliche Untersuchung. Die Befragten selbst forderten eine verbesserte Aus- und Fortbildung wie praxisorientierte Rollenspiele, körperschonende Abwehrtechnik, Deeskalationstrainings und verbale Selbstverteidigung. Hier tut sich ein interessantes Einsatzfeld für Mediatoren auf. Ich zitiere immer noch: Sozialpsychologische Einflussnahme schätzen Rettungskräfte weit effektiver ein. Sie wollen keine wissenschaftliche Studie. Meine Damen und Herren, das Wort hat der Kollege Hermann Schaus. Ich bitte Sie alle, sich an die Regeln zu halten. Hermann Schaus hat das Wort. Herr Präsident, ich bin gleich zu Ende. Ja, ich weiß. Ja. Sie wollen keine wissenschaftlichen Untersuchungen dazu hören. Psychologische Einflussnahme schätzen Rettungskräfte weit effektiver ein. Sie sei zudem mit ihrem Berufsverständnis eher vereinbar als die Androhung von Strafen, die Anwendung von Gewalt, Nutzung von Pfefferspray und Ähnliches. Letzter Satz. Diese Wissenschaft, meine Damen und Herren, diese wissenschaftlichen Untersuchungen sollten sich diejenigen, die immer wieder den Strafverschärfungen das Wort reden und diese fälschlicherweise auch noch als Schutzparagraphen bezeichnen, endlich einmal genauer ansehen. Aber ich glaube, das wollen Sie gar nicht. Der kommt nicht. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wer spricht von der Landesregierung? Der Innenminister? Ja, ich habe keine weitere Wortmeldung. Deshalb, Herr Innenminister, bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst sehr herzlich bedanken bei denjenigen, die am vergangenen Samstag auf die Straße gegangen sind und für ihresgleichen, für die Helfer
auf die Straße gegangen sind und gegen Gewalt gegen Einsatzkräfte demonstriert haben. Das ist ein sehr schönes Zeichen gewesen. Und ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass die beiden Ideengeber, Herr Matthias Pöschke und Herr Markus Koch, oben auf der Tribüne sitzen. Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken. Gemeinsam mit Verdi haben Sie diese Demonstration organisiert. Und deswegen ein herzliches Dankeschön, dass Sie dieses äußere Zeichen gezeigt haben. Soweit, Herr Kollege Rudolph, zu Handlungen und Gesten. Zu Handlungen und Gesten gehört auch, Herr Kollege Rudolph, zu Handlungen und Gesten gehört auch, dass die Hessische Landesregierung seit 2015 eine Kampagne gestartet hat, um deutlich zu machen, dass sie hinter unseren Einsatzkräften steht. Sie hat eine Schutzschleife aufgelegt. Und es ist, wie ich finde, eine schöne Handlung, eine schöne Geste, dass auch etliche Kolleginnen und Kollegen hier im Hessischen Landtag heute diese Schutzschleife tragen. Sie zeigt nämlich Solidarität mit unseren Einsatzkräften von der Polizei, von den Feuerwehrleuten, vom Zivilschutz und vom Rettungsdienst. Und insofern haben wir hier an keiner Stelle, meine Damen und Herren, Nachholbedarf zu beklagen. Ich möchte, ach, Herr Kollege Rudolph, ich lasse es. Ich lasse mich von Ihnen nicht provozieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben sehr, sehr tüchtige Einsatzkräfte in unserem Land, die dafür Sorge tragen, dass den Menschen ein Hilfeleistungssystem zur Verfügung steht, was seinesgleichen in Europa, ich möchte fast sagen, was seinesgleichen in dieser Welt sucht. Wir haben 70.000 Feuerwehrleute. Wir haben darüber hinaus 20.000, die im Katastrophenschutz unterwegs sind. Viele Tausend, die den Rettungsdienst ausmachen. Meine Damen und Herren, wenn jemand in unserem Lande verunfallt, dann ist innerhalb von 10 Minuten, und das ist sogar in Deutschland etwas Herausragendes von den Bundesländern, in 10 Minuten ist Hilfe da. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Hilfeleistungssystem haben. Und wir haben qualitativ hochwertige Hilfeleistungen. Da kommt nicht irgendwer, sondern es kommen professionelle Kräfte, ob bei der Feuerwehr, ob beim Rettungsdienst oder bei der Polizei. Und wenn Sie sich vielleicht daran erinnern, wie in den letzten Monaten Waldbrände z.B. in den USA stattgefunden haben, wenn die Nachrichten bei uns sich überschlagen, und zwar Tage danach, jetzt seien 1.000 Feuerwehrleute zur Verfügung, um den Waldbrand zu bekämpfen, meine Damen und Herren, dann werden wir in Hessen, dann werden wir an jedem Platz in Hessen nicht innerhalb von Tagen, sondern innerhalb von wenigen Stunden Einsatzkräfte, Hilfskräfte, Feuerwehrleute zur Verfügung haben, um genau eine solche Katastrophe zu bekämpfen. Und dafür sind wir sehr dankbar. Aber ich sage Ihnen, dafür tun wir auch sehr viel in unserem Land. Und wir haben seit Jahren einen Anstieg zu beklagen bei den Angriffen auf unsere Feuerwehrleute. Es ist hier schon benannt worden. Deswegen will ich nur noch einmal für die Landesregierung deutlich machen, wer Einsatzkräfte in unserem Land angreift, der greift unseren Rechtsstaat an. Und wer diese Angriffe, diese tätlichen Angriffe durchführt, der muss dafür hart bestraft werden, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, deswegen hat die Hessische Landesregierung eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht im Jahre 2015. Und in der Tat, die politischen Reflexe waren die, wie wir sie gerade eben von Herrn Schaus gehört haben. Die Kollegen haben die Debatte, die hat damals damit begonnen, ja, wir müssen mehr ausbilden und so weiter. Das ist alles richtig, das tun wir alles. Ein besonders perfides Argument, was Sie eben auch wieder gebracht haben, ist, wir sollen unsere Einsatzkräfte besser ausstatten. Ja, was steht denn dahinter? Welcher Gedanke steht denn dahinter, damit Sie am Ende die Schläge besser abfangen können, meine Damen und Herren? Das kann niemals Politik eines Rechtsstaates sein, meine Damen und Herren. Und das werden wir nicht akzeptieren. Wir waren, meine Damen und Herren, erfolgreich mit unserer Initiative. Wir haben es geschafft, dass wir in den Paragraphen 113 und 114 eine Veränderung herbeigeführt haben, und zwar in einem wichtigen Punkt. Wir haben einmal eine Mindeststrafe eingeführt, das ist das eine. Aber wir haben
Wir haben es geschafft, dass wir eine Entkopplung hatten von der Vollstreckungshandlung. Bisher waren diejenigen besonders geschützt, die den staatlichen Willen durchgesetzt haben. Und das, was uns wichtig war, und das haben wir erreicht, dass diejenigen besonders geschützt sind, die in der Uniform sind. Die Menschen, ob sie in der Polizeiuniform stecken, in der Feuerwehruniform oder ob sie als Rettungskräfte antreten, das ist der wahre Erfolg der Änderung im Strafgesetzbuch, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Ich werde beharrlich weitermachen an der Frage, was ist eine Mindeststrafe, eine angemessene Mindeststrafe. Ich glaube, dass der Unwert solcher Taten nur dadurch ordentlich sanktioniert wird, wenn eine Mindeststrafe von 6 Monaten und damit der Rückweg zur Geldstrafe an der Richterbank verschlossen bleibt. Das ist meine Auffassung, die ich weiterhin vertreten werde. Ich habe die Hoffnung, dass wir in der neuen Bundesregierung dafür Partner finden, um das zu erreichen. Ich glaube, es war ein wichtiges Zeichen, ein wichtiges Signal, trotz der Rede von Herrn Schaus, dass wir uns heute für die Einsatzkräfte hier eingesetzt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die heute schon mehrfach erwähnten aktuellen Zahlen sind in der Tat sehr besorgniserregend, wenn 3 von 4 befragten Beamten angeben, dass sie während der Dienstzeit verbal oder körperlich angegriffen worden sind, finden wir eine Entwicklung vor, der wir alle entschieden gegenübertreten müssen. Ich bin froh, dass wenigstens die meisten das heute so deutlich gesagt haben. Allein in Hessen gab es im Jahr 2017 rund 3.500 Übergriffe gegen Polizisten. Aber auch unsere Feuerwehrleute, Sanitäter sehen sich immer mehr Übergriffen ausgesetzt. Den Helfern, die am vergangenen Samstag in Frankfurt demonstriert haben, ganz besonders auch denen, die das Ganze organisiert haben, gilt unser Dank und gilt unsere uneingeschränkte Solidarität. Auch das wurde schon gesagt, außerhalb der Politik muss ein entschiedener Ruck durch unsere Gesellschaft gehen. Solche Verhaltensweisen, solche Angriffe sind in keiner Art und Weise zu tolerieren. Alle Einsatzkräfte sind bei Wind und Wetter zum Wohle unserer hessischen Bürgerinnen und Bürger im Einsatz. Personen, die gegenüber unseren Einsatzkräften handgreiflich werden, müssen mit der ganzen Schärfe unserer bestehenden Gesetze strafrechtlich verfolgt werden. Der Rechtsstaat muss gegen solche Straftäter Stärke und Entschlossenheit demonstrieren. Aber, meine Damen und Herren, deswegen habe ich gewartet, ob es wiederkommt. Die Antwort unseres hessischen Innenministers ist die Forderung nach erneuten Strafverschärfungen für Angriffe auf Einsatzkräfte. Und dazu sage ich in aller Deutlichkeit, Sie üben sich in Populismus, statt Ihre Hausaufgaben zu machen. Ich will gar nicht reden, Herr Kollege Bauer, über die nicht stattfindende Bekämpfung des Linksextremismus in Hessen und der davon ausgehenden Bedrohung. Das haben wir vorgestern erledigt. Aber ich weise darauf hin, dass schon heute die Angreifer gemäß dem neuen § 114 Strafgesetzbuch hart bestraft werden können. Es ist ein Armutszeugnis, wenn dem Innenminister nichts Besseres einfällt, als die gebetsmühlenartig vorgetragene Forderung von einer Mindeststrafe von 6 Monaten auch für kleinere Delikte, die dort drunter fallen. Nehmen wir das einfache Anrempeln, was absichtlich oder weniger absichtlich geschehen kann, was aber sicherlich keine Freiheitsstrafe von 6 Monaten rechtfertigt, oder ein Eierwurf, der unappetitlich ist, der auch nicht hinnehmbar ist, der auch bestraft werden muss, aber nicht mit 6 Monaten Freiheitsstrafe. Meine Damen und Herren, das ist schlicht völlig unverhältnismäßig und daher auch verfassungsrechtlich kaum tragbar. Und so, Herr Kollege Bauer, für ein Anrempeln ist möglicherweise auch eine Geldstrafe ausreichend. Wissen Sie, das ist die Frage von Verhältnismäßigkeit und von einer vernünftigen, angemessenen Strafzumessung. Das heißt, bei einer Kleinigkeit reicht eine Geldstrafe, und bei schweren Straftaten muss neben den Spezialtatbeständen eine Freiheitsstrafe von 5 Jahren auch tatsächlich verhängt werden, Herr Kollege Bauer. Darum geht es.
Und, Herr Kollege Bauer, es wäre manchmal ganz gut, wenn Sie sich ein bisschen herunterfahren. Dann kommen wir in der Sache vielleicht einmal so, dass die Argumente auch gehört werden. Dann darf ich einfach einmal feststellen, auch Herr Kollege Bellino, die jetzt noch geschäftsführende Bundesregierung, nur noch geschäftsführende Bundesregierung von Frau Merkel, glaube ich, Ihre Parteivorsitzende, hat das genauso bewertet wie wir. Genauso bewertet wie wir. Der Bundestag hat es so bewertet und deswegen die populistischen Vorschläge aus Hessen abgelehnt, gerade weil es in schweren Fällen Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren gibt. Ich sage einmal ganz deutlich dazu, es waren ja nicht nur die LINKEN, die dagegen waren. Ihr Koalitionspartner ist ganz vehement dagegen aufgetreten, hat entsprechend dagegen gestimmt. Da hatten die GRÜNEN zur Abwechslung einmal recht, Herr Kollege Wagner. Das sage ich auch ganz deutlich. Niemand, und das muss man sagen, außer dem Innenminister hält seine Forderung für praktikabel, geschweige denn für verhältnismäßig. Und dazu fällt mir nur ein, Peter Beuth, vielleicht zusammen noch mit seiner hessischen CDU, allein zu Hause. An dieser Stelle muss nochmals daran erinnert werden, dass die Ausschreitung bei der Europäischen Zentralbank, bei der Eröffnung der Europäischen Zentralbank, der Anlass für den damals schon gescheiterten hessischen Vorstoß waren. Doch auch die nun vorgeschlagenen Änderungen hätten die Eskalation und die Gewaltexzesse keinesfalls verhindern können. Vielmehr hätte die Landesregierung bereits im Vorfeld ein klares Signal senden müssen, dass man keine Toleranz gegenüber Intoleranz zeigen wird. Die politisch gewollte Deeskalationsstrategie gegenüber zu gewaltentschlossenen Krawalltätern war die falsche Strategie und hat im Ergebnis genau das Gegenteil erreicht als den Schutz unserer Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Und das sage ich zum Schluss. Meine Damen und Herren, feststeht, dass unsere Gesellschaft diese Entwicklung nicht hinnehmen darf. Aber, Herr Minister, nicht große Worte helfen. Gehen Sie daran, aufrichtig und ehrlich zu analysieren, wie man Polizisten mit entschlossenem Handeln helfen kann, wie man sie schützen kann. Populismus hilft nichts. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist der Tagesordnungspunkt 56, die Aktuelle Stunde, abgehalten.